Erdnussige Grüße aus dem Auenland. Willkommen im nächsten Teil von Dark Souls 3. Diese Nebelwand, vor der wir stehen, ist keine geschlossene Raucherzone im Restaurant. Nein! Es ist der nächste Boss und den schauen wir uns jetzt an. So. Rein mit uns. Ach du Kacke. Ach du Sch... Oh. Oh. Ach, ich dachte, es wäre der Große. Ah, dann ist er nur halb so schlimm. Aua! Aber eine geile Rüstung, oder? Ihr schaut euch den mal an, alter Schwede. Ich hatte ganz eine Sekunde Zeit für meine Blitzklinge. Seht ihr das? Schauen wir mal, ob wir die Blitzklinge irgendwie drauf bekommen. Genau, komm. Nein! Aua. Ah. Okay, eine Potion drauf und dann... Das war doch wieder so typisch, diese Scheiß-Schlag-Kombos, ja? Darf ich mal eine Potion trinken, ohne dass du mir alle Hitpoints direkt danach weghaust? Das gibt's doch gar nicht. Wie als würde er darauf warten. Seht ihr das? Na! Das war aber jetzt auch wirklich einfach Blödheit. So, willkommen zurück. Ich habe mittlerweile, glaube ich, das dritte Mal den Blitz aufgezogen. Weil er jedes Mal nicht gewechselt hat. Super fantastisch, wie schön abgelenkt ich bin. So geht man den Kampf richtig an. Jawohl. Oh Gott. Der Kampf hat schon so scheiße angefangen. Oh, was denn hier? Der Kampf hat schon so kacke angefangen. Es tut mir leid. Das war schon so ein schlechter Anfang. Dann holen wir uns doch einfach mal gerade hier unsere Seelen, auch wenn wir so eigentlich gar nicht... Ach komm, die brauchen wir nicht. Ich will eigentlich nur weg von dem. Wir könnten eigentlich hier den Tanz um den Zaun machen, ne? Jedes Mal, wenn er so einen Ausraster bekommt, könnten wir uns hier ganz gemütlich vollheilen. Jetzt kriegt er gleich, warte mal, wann wird er wieder sauer? Verdammt nochmal! Werd jetzt wütend! Da. Da war er sauer, jetzt können wir den Blitz aufziehen. Es ist zwar etwas... Man braucht dann zwar etwas länger für den Kampf. Aber es geht. Okay. Ah! Blitz und Donner und sei mit mir, verdammt nochmal! Wow! Was zur Hölle war das denn? Nein, jetzt bitte nicht zuhauen, komm. Wir sind uns doch so ähnlich. Du hast Blitz, ich hab Blitz. Und du hast ein größeres Schild, das gefällt mir gar nicht. Ich habe eine ganz kurze Frage. Was ist das eben gerade für ein Geräusch gewesen? Okay, die letzte Potion trinken wir jetzt. Nein, die nimmst du mir jetzt nicht direkt wieder weg. Scheiße. Komm, krieg einen Ausraster jetzt, bitte. Dann kann ich nochmal meine Blitzklinge aufziehen. Ah! Jetzt hab ich schon... Wir müssen nochmal weg. Wir müssen nochmal weg. Hier platzt uns links und rechts alles um die Ohren. Die Musik wird immer dramatischer. Der Typ wird immer stinkiger, habe ich den Eindruck. Kann das sein? Hilfe! Oh. Komm. Genau. Wo ist er denn? Ah, da vorne. Super, super, super. Okay, jetzt. Jetzt muss alles passen. Jetzt muss alles passen. Wow, was war das? Was war das? Was war das? Nein. Ich brauche einfach Zeit, verdammt nochmal. Eine Millisekunde Zeit brauche ich. Mehr eigentlich nicht. Ja, und in dem Moment laufe ich um die Ecke und er macht einen Schaltschlag. Nein.
So, los geht's. Die wilde Prügelei. Ja, alter Schwede. Das ist nicht nett gewesen, das weißt du, ne? So, jetzt gibt's auf die Mütze. Jetzt gibt's auf die Mütze! Nein, oder auch nicht. Ich habe manchmal halt dieses Gefühl, dass... ja, ich weiß. Aua, au. Aber da habe ich ihn gut erwischt gehabt, oder? Oh, oh. Jetzt hat er zwei Hände. Na, das war die Superattacke. Gegen die hätte ich fast gar keine Chance gehabt. Okay, jetzt haben wir schon auf Hälfte. Das ist schon mal ganz gut. Keine Angst, ich mache jetzt hier keine... Au! Schild vor! Sprung! Nein! Nicht deine Superkraft da. Was ist das jetzt für eine Scheiße? Aua! Ah, jetzt kommt auch noch dieser Kack dazu, ne? Okay. Ah! Dass er sich jetzt mitdreht, ist aber wirklich sehr freundlich. Nein! Nein! Das, ich hab's vorausgesehen! Ich hab's vorausgesehen! Aua! Au! So, der Blitz drauf, unterwegs. Ich bin da lang gelaufen, ja. Und da kam ein Typ, der hieß Egon, ja. Und, ja, der hat sich mir angeschlossen und meint, sag mal, was ist denn jetzt hier gerade mit dem los? Wieso weicht der hier alle zwei Sekunden aus? Ich komme überhaupt nicht dazu, irgendwas zu machen. Hallo? Ich brauche jetzt erstmal Stamina, genau. So, darf ich jetzt mal einmal schlagen oder das wäre echt ganz gut? Natürlich haut er mich direkt wieder zu Apfelmus. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nimm doch mal den anderen ins Ziel. Was hältst du denn davon? Genau. Der kriegt aber auch ordentlich auf die Mütze, ne? Wobei, was hat der gerade gemacht, ey? Das ist ja ein super Schlag gewesen. Meine Pupschläge, ne? Ich wette, hier gibt es auch wieder irgendeine so eine Superwaffe. Ja, weil auf der einen Seite, wisst ihr, was ist denn hier los? Was habe ich denn für eine Regeneration von Stamina? Das ist ja lachhaft. Ich komme gerade wie im Zeitlupenmodus vor. Was ist denn hier los? So. Halleluja! Ja, aber das ist... Wisst ihr, was ich daran immer so doof finde? Es kommt sich irgend... Vielen Dank, Aegon. 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 Oh. Tschüss. Durch die Brücke durchgefallen. Interessant. Aber die anderen sind alle noch da, ne? Na gut. Ja, es fühlt sich irgendwie nicht so richtig gut an. Muss ich ganz ehrlich sagen, hier mit der Hilfe. Ja, das ist... Ich bin jetzt hier einige Male gewesen und das war immer sehr... Ja, war nicht so schön, um es mal so zu sagen. Und dann das so zu beenden, fühlt sich einfach nicht so schön an, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Problem ist einfach, dass man teilweise... Wow, sieht das geil aus hier. Teilweise... dann einfach wirklich ja, in so einen Frustrationsmodus reinkommt, wisst ihr? Wenn ihr Dark Souls schon mal selber gespielt habt, dann kennt ihr das eh, dann wisst ihr genau, was ich meine. Das ist dann wirklich so ein Modus, in dem man dann einfach überhaupt nichts mehr schafft. Dann verliert man gegen eine Erdnuss. Kein Witz, da fällt eine Erdnuss hier oben von der Ecke, da oben die Ecke, fällt eine Erdnuss auf den Kopf, direkt tot. Ja, direkt, man rutscht drauf aus und ersticht sich mit dem eigenen Schwert oder irgend sowas, ja. Und das ist so ein bisschen das Problem, ja. Und ich habe den jetzt einige Male, oh. Oh, super, danke sehr. Den, nehme ich doch gerne. Ich habe jetzt einige Male verloren und dann kommt man in diesen Modus. Und entweder ich warte jetzt 8 Stunden lang und nehme am nächsten Tag nochmal auf, und bin dann wieder frohgedingt und hau ihn beim ersten Mal direkt um. Ja, wie das so, wirklich, es ist so oft schon gewesen, dass ich dann wirklich, 5, 6 Versuche hatte, und dann keine Lust mehr hatte und dann irgendwie vergingen ein paar Stunden nach dem Abendbrot, habe ich mich da nochmal hingesetzt, first try, zack, tot. Ja, also direkt eingeloggt, gestartet, tot. Wo ich mich dann wirklich gefragt habe, ja, wo war denn jetzt die ganze Zeit das Problem?
Und das Problem hatte ich jetzt eben gerade auch. Und deswegen habe ich mir jetzt gerade ein bisschen Hilfe dazu. Was zur Hölle ist das denn? Für was ist das da? Warum ist hier das Feuer und hier? Das ist ja das seltsamste Feuer, was ich je gesehen habe. Also da, mit der Platzierung, da müssen wir wirklich nochmal ein bisschen was üben, ne? Also, und wahrscheinlich ist jetzt hier hinter dieser Tür der nächste Boss. So, ey, Moment mal, Schlüssel des großen Archivs. Gotthard Doppelschwert. Hm, okay. Das große Archiv. Ob das das gleiche große Archiv ist, wie... natürlich geht's nicht. Wir springen jetzt einfach runter. Wobei unten ist eh nichts, sondern es ist oben. Gut, warte mal, dann gehen wir mal hier hinten. Das sieht aber auch interessant aus hier, ne? Schön. Sieht sehr, sehr schön aus hier, finde ich. Kann man sich richtig niederlassen, ein kleines Häuschen bauen. Hier mit so ein paar kleinen Pappstücken, hier so ein paar Holzstücke. Und dann können wir hier welche drüber legen. Dann hier, dann können wir die da oben auf den Zaun einklemmen. Und dann können wir hier eine kleine Tür nageln. So eine ganz, ganz... Und dann können wir uns hier hinsetzen und sagen, dann sind wir zu Hause. Ja. Und könnten wir theoretisch machen. Theoretisch. Warte mal, wie sieht der denn eigentlich aus? Der sieht total cool aus. Das ist so ein Ninja-Typ, ne? So ein Ninja-Typ mit so einer Priestermütze. Nee, das ist der Archer-Hut aus Teil 1. Und Pfeil und Bogen hat er auch, ne? Kamen wir leider etwas zu spät, um ihn zu retten. Ich frag mich, wie er an dem Boss eben gerade vorbeigekommen ist. Ohne ihn zu töten. Das ist ein bisschen komisch. Das große Archiv! Holla die Waldfee. Oh, wie viele Bücher hier sind. Was ist das denn? Aha. Oh. Ja, sehr, 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 sehr schöne Bücher. Auch hier die Stühle. What the fuck? Hallo? Was ist das? Ist das... Gesegnete Waffe stehen mir bei. Ich hab gar keine Hitpoints. Was zur Hölle bist du? Und warum stehst du hier und machst Spells, die böse sind? Bunk? Ja, und jetzt? Hallo? Hallo? Ja, das ist ein sehr guter Platz, um Spells zu casten da oben. Also auf mich Sachen zu casten, das ist... Ah, eine kleine Zwiebelkräute-Kröte. Ein Titanitsplitter. Ja, Moment, wo ist denn jetzt? Das gibt's doch gar nicht! Was ist das für ein komischer Mob? Der teleportiert sich einfach komplett weg, der ist dann einfach verschwunden. Na, oh, das ist mir jetzt ein bisschen so doof, Hallo? Irgendwo hat er gerade ein ganzes Regal voller Gläser umgeschmissen, habe ich den Eindruck. Also zumindest so klang das gerade. Vielleicht ist der Mob einfach irgendwo langgelaufen, mit dem Fuß an einem Regal hängen geblieben, so... Alles umgeschmissen, alles kaputt. Und jetzt, und wenn der Chef hier wieder kommt, ne? Der Besitzer hier von der Archivanlage. Da vorne läuft er übrigens. Karl Ransayer sozusagen. Ist einer der größten. Hey! Oh, der hat eine geile Axt. Was ist das denn für eine abgefahrene Axt? Ob die nur. Warum, wo ist die denn hin? Ob die nur so geil aussah, weil ein Buff drauf war, oder sieht die so cool aus? Ist die Molten Core Axt. Die Axt aus dem Molten Core! So, huch. Ja. Moment, dem hier. Wo ist er denn? Hallo? Da hinten. Ach du Scheiße. Ich hoffe, da störe ich nicht irgendeine Versammlung. Naja. Uiuiui, wie viele Bücher hier auf dem Boden liegen. Ja, du noch mal mit deiner blöden Axt. Schon wieder. Ich hab dich doch da hinten schon umgeschlagen und da kommt er schon. Sag mal, wo kam der denn jetzt schon wieder her? Oh, guck mal, hier eine Treppe. Können wir oben hinsteigen und sagen: Hallo, da unten. Hallo. Boah, diese Bücher hochzustapeln. Stell dir mal vor, wie viele Bücher das sind. Oh, guck mal, da liegt noch dies. Da können wir aber nicht rüberspringen. Da hinten. Ach. Also hier gibt's wirklich viel zu entdecken. Aber wie ihr das kennt, werden wir das im nächsten Teil machen. Dann schauen wir uns hier in der Bibliothek mal ein bisschen um. Und schauen mal, was es hier noch so gibt. Also ich bin bis dahin ganz ruhig und setze mich hier hin und warte auf euch. Tschüss und ciao.